Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Immer noch in Vordakais Grab, das wir jetzt... Warum ist hier eigentlich Wasser, das wir jetzt erstmal erkunden müssen? Ich denke mal, das hier ist kein Gang, der... Das hier ist kein Gang, der da sein sollte oder der bewusst angelegt wurde. Treffe ich damit beide? Bin mir nicht sicher, ich versuch's mal. Ja, da steht sie. Flammen erleuchtet. Das gefällt mir gut. Ich habe beide getroffen, aber da ist noch eine. Das ist nicht gut. Oh nein. Aber das Gift von denen verschwindet wenigstens wieder. Ja, nicht so wie das Gift vorne im Raum, das ja einfach gar nicht mehr verschwunden ist. Ich nehme mal alles mit und komm mal schnell hier raus, bitte. Right here, my friend. Also Amiri kassiert schon ordentlich Schaden, das muss man ja mal sagen, ne? Gebundenes heiliges Symbol? Ein Wunderwirker kann einen für den jeweiligen Tag vorbereiteten Zauber einmal täglich mit einem Fokus wiederherstellen. Ah, okay. So, wo sind wir denn hier? Knochen und Fischschuppen sind auf dem Boden verstreut. Unterwassertreppe Athletik, oh Gott. Essbares Moos. Aber das kann doch nicht der einzige Weg gewesen sein, oder? Ach, ich kann hier leider nicht näher ranzoomen an die Karte. Die Karten in den Gräbern sind halt immer so ein bisschen, naja, naja. Da kann man sich nicht wirklich orientieren, weil die sind einfach nur schwarz. Die geben im Grunde nur an, so einen groben Überblick darüber, wo denn Gänge sind und wo nicht. Won't work, was? Wo fehlgeschlagen, verdammt. Wo bin ich denn jetzt angekommen? Hä? Moment mal. Ich glaube, hier, ja, hier und dann sind wir da unten rausgekommen. Ah, okay, ich verstehe. Interessante Sachen, die ich natürlich mitnehme. Diese Keramikvase zieren schwarz-weiße geometrische Muster. Mhm. We do it my way. Diese Amphore ist mit Bildern von weißen Lotusblüten verziert. Alles plündern. Wenn wir schon im Grab sind, können wir auch alles plündern. Dieser Krug zeigt Zyklopen, die sich offenbar in einem Wettlauf messen. Was ist das da hier die... Haben die hier Alchemie betrieben oder ist das so eine Küche? Die Oberfläche dieses Topfs zeigt einen Zyklopen, der einen Stapel Bücher und Manuskripte studiert. Ich glaube, das war mehr so eine Alchemiestube hier, oder? Weil dieses Gerät, das scheint zumindest darauf hinzudeuten. Hier unten war irgendwas, was ich berühren konnte. Eine weitere Tür. Guten Tag. I'm impressed. You still breathe. Ja, da bin ich auch impressed, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dein Meister wird ebenso wie du feststellen, dass ich voller Überraschungen stecke. So rude and so self-righteous. But where is the confidence behind this show of courage? Ich würde sie gern zeigen, aber der Meister versteckt sich ja aktuell noch vor mir. Do you fear to be shamed in the eyes of your accomplices? Which of your band do you fear to disappoint? Oh, das ist fies. Weil er will uns jetzt gerade auferlegen, uns quasi für einen Begleiter zu entscheiden. Wenn ich jetzt sage, oh, ich würde auf keinen Fall Valerie enttäuschen würde, dann könnte er sagen, ach ja, und die anderen sind euch also egal? Das ist so ein bisschen hinterhältig, was er gerade macht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Zeit für deine Provokation und Rätselkrähe. I'll tell. My name is Octavia. I am Baron's friend. And your master will regret it when he stands before us at last. Vielen Dank, Octavia. I'll remember your name. Na, das lieber nicht. Oh Gott, nein. You can count on me. I shall end this suffering. What's that? Ja, da sind Fallen. Das habe ich mir doch gedacht. Warte mal, jetzt probiere ich mal gerade aus hier. Ha, das funktioniert. Man drückt H und die Leute hören auf, nach vorne zu rennen. Und so kann man sie dann davon abhalten, in die Falle. Oh. Nein. I always survive.
Verdammt. Nein, Falle aus. Ah, Mist. Naja, der hat ja seinen unheiligen Segen da gesprochen. Pass auf, wir machen das anders. Dem schicke ich nämlich jetzt mal was Fieses entgegen. Wir haben doch so viele schöne Sachen gelernt. Was können wir denn da machen? Person beherrschen, das bringt leider nichts. Kältekegel ist zu weit entfernt. Wir könnten ihm einen sengenden Strahl entgegenwerfen. Was macht sie denn da? So, und jetzt könnt ihr gerne alle angreifen. Denn ich glaube, die Falle da hinten werden wir sowieso nicht auslösen. Flöps, und schon ist er weg. Ha, großartig. Wahrscheinlich stelle ich mich auch schon wieder gänzlich dämlich an bei den Kämpfen hier. Das ist magisch, das nehme ich mit. Das mag ich, das nehme ich mit. So kann man sich das als Eselsbrücke auch merken. Das mag ich, das nehme ich mit. So, erstmal ein bisschen durchheilen hier, weil Amiri kassiert schon ordentlich. Das ist nicht so gut. Ich muss mal gucken, dass ich ihre Rüstungsklasse vielleicht irgendwie nochmal erhöhe. Oder irgendwas an ihrer Rüstung ändere. Sie hat natürlich den Zweihänder, aber den hat Ulrich ja auch. Aber der trägt auch eine Ritterrüstung. Das muss man dann auch schon wieder berücksichtigen. Hier sind aber auch Leute hingekommen. Ohne jeden Zweifel. Die liegen sogar noch hier mit ihren Laternen. Ja, das ist schön. Da kommt doch bestimmt ein Zombie-Hegemon-Zyklop raus. Nein, es ist nur... Ah, nochmal ein Stück. Aber wie viele Stücke gibt's denn? Also es müssen ja mittlerweile wirklich unendlich viele sein. Hallo? Tja, wir gehen immer tiefer ins Grab hinein und die... Also auch wenn wir uns auf der Karte auf der gleichen Ebene bewegen. Was aber nichts daran ändert, dass wir schon ganz viele Treppen nach unten mittlerweile hinter uns haben. Das heißt, wir sind irgendwo sehr, sehr tief im Berg. Das gefällt mir eigentlich nicht. Wissen Arcanum. Auf diesem Flachrelief... Oh. Auf diesem Flachrelief hebt ein in zeremonielle Roben gehüllter Zyklop eine leuchtende Kugel empor. Das Auge von Abaddon. Ein Geschenk des Reiters des Todes. Zu Füßen des Zyklopen knien und liegen zahlreiche Menschen. Ich glaube, wir müssen hier Gutes tun und etwas aufhalten, was an der Decke befinden sich mehrere kaum sichtbare Luken. Geld! Aber warum sind da Luken? I won't be halted. Irgendwas gar Böses passiert doch hier schon wieder. Nachdem wir durch das düstere Verlies gewandert waren, kamen wir schließlich zu einer schweren Steintür, die mit allerlei aufwendigen Gravuren verziert waren. Als wir sie jedoch berührten, hörten wir aus dem Inneren der Wand ein Klicken, gefolgt von einem verdächtigen Geräusch über unseren Köpfen. Einen Wimpernschlag später, noch ehe wir nachdenken konnten, was das zu bedeuten hatte, öffneten sich über uns einige rostige Luken und trübes Wasser aus dem Fluss begann den Raum zu fluten. Das Wasser drohte uns in einem nassen Grab einzuschließen. Auch Sand und Schlamm kamen aus dem Flussbett durch die Luken, genau wie einige Unterwasserpflanzen und verängstigte Fische, die nicht schnell genug entkommen waren. In einer solchen Lage einen kühlen Kopf zu bewahren, ist nicht leicht. Doch während einige von uns zu ihren Göttern beteten oder sich beklagten, dass sie keine Zeit gehabt hätten, den nächsten großartigen Roman von Golarion fertig zu lesen, versuchten die anderen... Den Mechanismus zum Entschärfen der Falle zu finden, ist... Es muss ja einen geben, weil wenn der Raum erstmal geflutet ist, dann bedeutet das, man kann die Türen nicht mehr öffnen, jedenfalls nicht mehr sicher. Je nachdem, wie rum die Türen sich öffnen, kann es auch sein, dass man dadurch durch die Falle eben den gesamten Mechanismus blockiert. Das bedeutet, es muss hier irgendwo einen Mechanismus zum Entschärfen der Falle geben. Die Frage ist nur, ist er in diesem Raum oder im Raum gegenüber? Wir versuchen es trotzdem mal. Wer eine solche Todesfalle entsinnt, ist wohl nicht so töricht, den Mechanismus frei sichtbar und zugänglich zu platzieren. Trotz all unserer Bemühungen gelang es uns nicht, den Mechanismus zum Entschärfen der Falle zu finden, und während wir danach suchten, stieg das Wasser immer weiter. Zu allem Überfluss entschied das Schicksal, uns noch einen weiteren Grund zur Sorge zu geben. Mit einem lauten Platschen fiel ein riesiger Zitteraal durch eine der Luken.
Über dem Lärm des rauschenden Wassers hörten wir nun ein seltsames Knistern und Knacken und unsere Haut begann durch leichte Stromstöße zu kribbeln. Unsere Helden waren gefangen, das Wasser stieg immer weiter, es gab keinen Ausweg und nun mussten wir uns auch noch mit diesem Zitteraal herumschlagen. Vielleicht würde er uns einfach rösten und uns das Ertrinken ersparen. Nein, wir mussten ihn loswerden, ehe es zu spät war. Ja, an die Wand pressen ist eine Möglichkeit. Die Frage ist, hilft uns das weiter, weil das Wasser steigt ja währenddessen dann trotzdem. So laut zu schreien, wie sie nur konnten, um den Aal zu verscheuchen, ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man mit Zitteraalen umgeht. Ich habe da persönlich noch keine Erfahrungen gesammelt. Unsere Helden pressten sich gegen die Wand in der Hoffnung, nicht die Aufmerksamkeit des gereizten Aals auf sich zu ziehen. Wir pressten uns an die rauen Wände und versuchten uns unsichtbar zu machen, wenigstens für den Aal, der weiterhin durch den Raum schwamm. Glücklicherweise bemerkte das Raubtier die großen Nahrungsquellen nicht, die sich in die Ecken des Raumes quetschten, sondern machte Jagd auf die verwirrten Fische, die in den Raum gestürzt waren. Und es kam laufend neue Beute für den Aal, mit einem anhaltenden Wasserstrom. Gerade als wir dachten, unser Schicksal sei besiegelt, geschah ein wahres Wunder. Kurz bevor das Wasser die Decke erreichte, begann es sich zurückzuziehen. Unter dem Druck gab das uralte Mauerwerk eher nach als unser Sauerstoff. Nach wenigen Augenblicken versiegten die Wasser- und Schlammströme, die aus der Decke schossen, und im Boden öffneten sich Abflüsse. Ein oder zwei Minuten später waren das ganze Wasser, die Fische, der Schlamm und sogar ein gereizter Aal irgendwo in unterirdischen Rohren verschwunden. Nachdem wir uns den Schlamm von den Kleidern geklopft hatten, kehrten wir zu der unheilvollen Tür zurück. Diesmal öffnete die Tür sich fast mühelos, als wollte sie sich lustig machen über uns und den Ärger, den sie uns bereitet hatte. Hinter der Steintür lag ein dunkler Korridor, der zu neuen Gefahren führte. Unsere Helden stellten sich für die kommenden Prüfungen und traten mutig ins Ungewisse. Hä? Kommen die denn auf einmal? Ah, ja gut. Was? Geht mal hier hin, bitte. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Ja, wenn er denn durchkommen würde. Na super. Das gibt's doch nicht. Okay, die ist... Es hilft leider alles nichts. Ich muss sie da rausholen. Der Priester ist zwar schon schwer verwundet. Und mein Ulrich ist tot und alle sind gleich tot. Ich glaube... Ich hätte eine andere Taktik wählen sollen, als die, die ich gewählt habe. Das, was ich hier gemacht habe, war sehr schlecht. Das habe ich jetzt auch erkannt und ich werde gleich eine andere Taktik wählen. Die einzige, die noch lebt, ist Valerie, die sich da oben tapfer hält. Komm, das hat jetzt sowieso keinen Sinn mehr. Spiel laden. Wo ist denn der letzte... Nein, sag mir jetzt... Ach, das ist Autospeichern, oder? 2 Days, 14, 58. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Verdammt. Sag mir nicht, dass... Nein, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Spiel bis hierhin weiter fortgespielt habe. Denn leider ist der letzte Speicherpunkt, den wir aktuell haben, neben den Autospeicherungen, die ja normalerweise regelmäßig gemacht werden anscheinend, ist der letzte Speicherpunkt hier vorne. Ich weiß nicht warum. Gucken wir mal. Ich muss öfter speichern in diesem Konstrukt. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin, wo wir eben gestorben sind. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder genau da, wo wir vorher waren. Ich habe genau das gleiche gemacht. Also erstmal den Mechanismus gesucht, mich dann an die Wand gedrückt vor dem Aal und wir sind wieder bei der offenen Tür. Jetzt, und ich muss dazu sagen, ich weiß, dass ich, was die Kämpfe betrifft, manchmal wirklich dumm handle. Das ist einfach, das ist nicht so ganz meine Welt mit den Kämpfen und mit den tausend Möglichkeiten und Fähigkeiten und was nicht alles. Ich weiß das. Das tut mir auch unfassbar leid, aber da werde ich auch nie reinwachsen, weil ich bei Rollenspielen normalerweise immer derjenige bin, der doch eher
naja, ich sag mal, weniger auf Fertigkeiten setzt, sondern mehr auf die soziale Interaktion. Das habe ich auch beim Pen & Paper immer schon so gerne gemacht. Das waren nie Charaktere, die wirklich von den Fertigkeiten her ausgereift waren oder alles bis zur Grenze ausreizen konnten, sondern das, bei mir kam es dann meistens immer darauf an, wie gehe ich Dinge an, wie spreche ich mit Leuten und so weiter. Das war mir immer viel wichtiger. Die Geschichte ist mir hier tatsächlich auch sehr wichtig und ich weiß, wenn ich das Spiel nicht auf so leicht spielen würde und ich sterbe ja trotzdem, dann würde ich die Geschichte einfach nicht erleben können und das wäre sehr, sehr schade. Deswegen hoffe ich, ihr verzeiht mir, wenn ich bei Kämpfen manchmal total versage und auch einfach die Fähigkeiten nicht richtig einsetze. Ich müsste mich da einmal komplett reinfuchsen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Jedenfalls, wir sind wieder an der gleichen Stelle, schließen einmal das Buch und werden uns jetzt sofort hier in diesen Raum begeben. Jetzt haben wir nämlich eine ganz andere Ausgangsbasis für die ganze Angelegenheit. Jetzt gehen wir mit ihm nämlich einmal hier hin. Sie macht das gleiche bitte auch einmal, weil die halt schon so nah sind. Ihr könnt auch ruhig angreifen, ne? Das wisst ihr. Und du wirst ab sofort nur noch heilen. So, du machst bitte nochmal einen Feuerball hier hinten hin. Ich glaube, da, nee, da trifft er unsere Leute halt auch. Das ist doof. Ich könnte hier nochmal so einen nehmen. So. Person vergrößern könnten wir machen. Wir könnten bestimmt auch körperliche Verbesserung, Konstitution, Geschicklichkeit. Ja, okay. Wir können auch natürlich noch einen Feuerball werfen. Einen würde ich mir aber tatsächlich gerne irgendwie in... Ach, wir können das mal mit auf... Ach, nee, warte mal. Auflösung geht das auch durch in mittlerer Entfernung. Verwundet? Verwundet. Kaum verwundet. Wir versuchen mal den Priester hier auszuschalten. Und das war's mit dem Priester. Wow, der Zauber gefällt mir. So, Tristan, du kannst aufhören damit. Sie hat Säure eingesetzt. Ich dachte gerade, sie hätte nochmal den Auflösungszauber da eingesetzt. Das wäre aber Verschwendung gewesen. So. Jetzt haben wir den Kampf schon deutlich besser hinter uns gebracht und wieder jede Menge von diesen wundervollen magischen Äxten, die ich natürlich gerne mitnehme. Da drüben liegt noch hier irgendwas und vor allen Dingen ist noch irgendwas in den Katakomben hier an der Seite. Das war quasi eine doppelte Falle. Das heißt, erstmal ist die Falle, dass man von dem Wasser hier eingespült und im Zweifelsfall ertränkt wird. Ja, und zweitens, wenn man es überleben sollte, dann kommen die Zyklopen hier aus allen Ecken rausgeschossen. Nein, ich bin überlastet. Ja, ich muss andere Sachen loswerden. Inventar. Oh. Das bewegt sich hier aber nicht gut. Das bewegt sich für unsere Paladin-Sache wirklich nicht gut. Das gefällt mir nicht so ganz. Ja, ich muss wieder... Ich lege mal wieder hier den Blödsinn ab. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Potenzial zum Looten. Auch wenn ich immer noch glaube, dass das nicht auf Dauer gut gehen wird mit der Anzahl an Sachen, die wir da im Inventar drin haben. Ja, und ich könnte natürlich noch so Sachen einsetzen wie Gebete und ich weiß, hier sind auch noch Schilde gegen Gutes und Hauch des Guten und tonnenweise Fähigkeiten, die wir noch haben und so weiter und so fort. Das weiß ich ja. Müsste ich auch mal wieder das Licht hochgeben, ne? Das weiß ich durchaus, aber ja, ich bin halt, was das angeht, bin ich wirklich ein Versager. Das gebe ich offen zu. Nun gut. Ja, da stehen noch mehr. Oh Gott, da stehen ja noch mehr. Ich muss jetzt leider immer speichern, weil der keine Autospeicherung anlegt. Spiel gespeichert. Dann schauen wir doch mal. Ja, das sind wieder zwei. Ich bleibe mal hier vorne an der Ecke. Valerie, komm mal hier hin. Ach komm, wie viele sind denn das hier? Wie viele von euch sind denn hier, bitteschön? Komm, dann kriegt ihr nochmal alle einen Feuerball reingesetzt. So, wir müssen uns eigentlich den Priester da hinten vornehmen, ganz dringend sogar.
Uiuiuiui, also das mit den Zyklopen ist hier schon eine ordentliche Angelegenheit und ich hätte dringend Rastvorräte mitnehmen müssen, bevor ich hier reingegangen wäre, weil das merke ich jetzt gerade leider erst, dass es eine sehr schlechte Idee war, hier ohne Rastvorräte reinzugehen und hier drin nicht rasten zu können. Doof, 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 doof. Ach, da ist der Rabe wieder, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Blutstropfen, ah, okay. Mhm. Sieh mal einer an. Naja gut, wir werden erkunden, was dahinter ist. Und ich hoffe, ich komme irgendwie bei Vordakai an, ohne dass wir da schon komplett ausgebrannt sind. Denn wenn wir dann noch einen Kampf durchstehen müssen, ja, dann gute Nacht. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.